warum schaffe ich das nicht mit einer Partnerschaft? Wo sind denn, wo liegt das Problem heutzutage? Weil es war ja nicht nur ich, sondern auch sehr, sehr viele andere Menschen. Die Single-Quote und Single-Haushalte, das wird ja immer mehr. Und ich wollte natürlich für mich eine Lösung finden und habe auch ein eigenes Beratungskonzept entwickelt, weil vieles ist oft an der Oberfläche und vieles geht eben nicht in die Tiefe. Und ich war selber bei Single-Coaches und habe mich beraten lassen. Und die haben sich alle die Zähne an mir ausgebissen und haben mir keine Antwort geben können. Und das ist halt total unbefriedigend. Ja, das Erste, was sich wahrscheinlich jetzt die meisten natürlich auch stellen, ist, hey, 80% oder gar kostenlose Reisen. Wie soll das möglich sein? Wie setze ich das zusammen? Ob man nicht ganz so günstig verreisen möchte, davon ist aber komplett kostenlos, das Portal zu nutzen, wenn man Gästepässe hat. Also du kannst ja bestimmt auch dem einen oder anderen einen anbieten, der eben auch das Video sieht, der das gerne testen möchte. Ich habe jetzt letztens auch eine Reise gebucht, obwohl ich gar nicht reisen wollte erstmal. Aber für 206 Euro für ein Luxus 5-Sterne-Hotel mitten in Barcelona für zwei Personen statt 806. Also 600 Euro gespart. Hi und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Bio Network und zu einer weiteren Interviewausgabe. Mein heutiger Interviewgast ist Nadine Kretz. Let's go! Nadine, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auf das Interview mit dir. Ja, danke. Ich freue mich auch. Ja, zu Beginn, lass unsere Zuschauer doch erstmal wissen, wer du bist, woher du kommst ungefähr und ja, was du so machst. Genau. Also mein Name ist Nadine Kretz. Ich bin Autorin von mittlerweile 6 Beziehungsbüchern. Mein bekanntestes ist 100 Easy Dates und die Suche nach der Liebe. Das ist irgendwie so das Buch für Männer vor allem, damit die endlich mal die Frauen verstehen können. Also sehr offen und sehr ehrlich über meine eigene Single-Geschichte geschrieben. Ich verhelfe zu glücklicheren Beziehungen, Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Single-Problematiken, Coachings, Tiefenblockadenlösung. Und ja, nebenbei bin ich auch noch im Network-Marketing, mit Reisen tätig, also man kann damit... Thema später auch. Genau. Das ist dann noch zusätzlich. Also ich habe verschiedene Sachen, die ich mache. Ja, cool. Erste Frage ist natürlich, die mir zum Thema Beziehungscoach für Männer so einfällt, ist, wie kommt man als Frau wirklich darauf, Männer dabei zu helfen, so auf diese Idee zu kommen? Ja, also es ist tatsächlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder entstanden. Also das war jetzt nicht so, dass mein Plan war, ich mache das jetzt, sondern bei mir war vordergründig in der Tat, halt mich zu verstehen. Ich war sehr, sehr viele Jahre Single und ich konnte nicht verstehen, woran das liegt. Und entweder ist man hässlich oder bekloppt. Ne? Dann denkst du, okay, vielleicht ein bisschen was von beiden, aber das kann jetzt nicht der Grund sein. Es gibt auch, ich sage jetzt mal ganz böse, auch hässlichere Menschen mit Partnern. Also oder dann dürfte ja nur Hollywood eine Partnerschaft haben. Und ich wollte einfach wissen, warum schaffe ich das nicht mit einer Partnerschaft? Wo liegt das Problem heutzutage? Weil es war ja nicht nur ich, sondern auch sehr, sehr viele andere Menschen. Die Single-Quote und Single-Haushalte, das wird ja immer mehr. Und ich wollte natürlich für mich eine Lösung finden, damit ich eben halt da rauskomme aus dieser Problematik. Und so habe ich mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über 2 Jahre alles von der Seele geschrieben. Wie ich halt mein Single-Leben erlebt habe, was ich wirklich bei Dates dachte. Warum der Typ bei mir nicht landen konnte und also das ist halt so ein absolutes Geheimnis, was man sonst ja wirklich nirgends kriegt. Okay. Und was man sich als Frau wirklich von einem Mann erhofft oder wünscht und ja, also die Sehnsüchte auch von einer Frau, warum man vielleicht austickt oder warum die Frau so ist, wie sie ist. Und ja, das war halt für mich ein sehr, sehr langer Prozess und währenddessen habe ich eine Coaching-Ausbildung, ich habe eine Mediationsausbildung gemacht, auch im Rahmen, wo auch das Buch entstanden ist. So ist halt da ganz, ganz viel passiert, so dass ich dann danach auch immer mehr Anfragen bekommen habe und zu den Single- und Beziehungsproblematiken, eben auch mit diesen Transformationen, da geht es auch ein bisschen in das Spirituelle rein, die wirklich ganz tiefe Blockaden lösen kann, wo man mit einem Coaching, mit einem Gesprächscoaching gar nicht mehr hinkommt. Ja, und so ist das dann irgendwie entstanden. Und das Schreiben ist so mein Herz auch. Also ich liebe es auch, dann was Neues zu schreiben. Und diese anderen beiden Bücher, das ist ja, dann geht es mehr um die Persönlichkeitsentwicklung und anderen damit dann zu helfen und da auch zu unterstützen. Und halt, dass man auch versteht,
dass wenn man lange Single ist, dass es vielleicht doch irgendwas mit sich selbst zu tun hat. Mhm. Und das kann ich von mir sagen, dass es definitiv so gewesen ist, weil ich irgendwann auch durch sehr viele Verletzungen, die ich hatte und sehr viele schlechte Erfahrungen, die ich auch hatte, auch irgendwann dicht gemacht habe. Ich habe zwar mir immer einen Partner gewünscht, aber es hat nicht funktioniert, weil mein Unterbewusstsein mich ja schützen wollte und mich blockiert hat. Und so bin ich dann immer wieder entweder an Männer geraten, die nicht zu mir passten oder wo das nicht funktionierte, oder ich habe mich halt gar nicht mehr verliebt. Das war so die Problematik. Okay, ja, interessant. Jetzt hast du schon einiges vorweggenommen. Ja. Aber wie lange bist du jetzt in dem Bereich tätig oder wie lange gibst du jetzt auch schon Coachings? Genau. Ja, also das Buch kam dann 2017 raus und seitdem mache ich das auch. Genau, also da habe ich ja auch meine Weiterbildung und Fortbildung gemacht und habe auch ein eigenes Beratungskonzept entwickelt, weil vieles ist oft an der Oberfläche und vieles geht eben nicht in die Tiefe. Und ich war selber bei Single Coaches und habe mich beraten lassen. Und die haben sich alle die Zähne an mir ausgebissen und haben mir keine Antwort geben können. Und das ist halt total unbefriedigend, wenn du denkst, ja, ich habe aber ein Problem offensichtlich. Und warum kannst du mir nicht helfen? Ich möchte aber jetzt irgendwie, oder ich möchte wenigstens halt die Liebe zu mir selbst. So dass, ich war jetzt kein unglücklicher Single, ich hatte ein glückliches Leben, aber trotzdem wünscht man sich ja Zweisamkeit oder irgendwie anders damit umzugehen oder das ist ja auch immer auf allen Ebenen. Also wenn man irgendwie jetzt zornig ist, sage ich jetzt mal als blödes Beispiel, dann ist man vielleicht im Job auch ein Choleriker. Diese Sachen spielen ja immer überall auch eine Rolle und da ist es interessant, wenn man dann hinter die Fassade guckt und wenn man halt das sich anschaut und halt durch diese Tiefen, also ich höre sehr, sehr genau hin, ich mache das alles telefonisch, sodass ich quasi zwischen den Zeilen, also zwischen den Tönen hören kann, was die Kernproblematik darunter ist. Und deswegen funktioniert das so gut und eben auch so schnell. Also ich weiß zum Beispiel bei Pick-up-Techniken, dass die durch so eine, wie heißt irgendwas, Hölle irgendwie, Dating-Hölle oder irgendwas gehen müssen, habe ich irgendwo mal gelesen, dass das irgendwie 2 Jahre dauert oder so. Bei mir dauert dieser Prozess 6 bis 8 Wochen und da kannst du Frauen ansprechen. Selbst wenn du vorher noch nie eine Frau angesprochen hast oder noch nie eine Frau geküsst hast, noch Jungfrau bist oder sonst irgendwas, das geht danach. Das ist in der Tat möglich. Ja, interessant. Gerade das Thema Frauen ansprechen finde ich besonders interessant, einfach weil ich auch mal gelesen hatte, irgendwie 95% der Männer machen es halt nicht. Ja, ne? Genau. Und ja, also gerade in der Hinsicht, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie Mainstream wird, aber ja, die Leute, die bereit sind, an sich zu arbeiten, die werden sich halt holen, was sie halt eben vorhaben, sich zu holen, sag ich mal. Ja, das erstmal dazu. Du sagst jetzt seit 2017, also da hast du das Buch geschrieben, allgemein unternehmerisch tätig. Was waren so deine ersten Schritte damals? Ja, also was ich halt auch total wichtig finde, ist, weil viele Coaches und Trainer, die machen dann direkt mal so ganz hohe Kosten und nehmen das direkt, die haben noch nie eine Beratung vorher gemacht. Bei mir war das anders, also ich habe vorher erstmal so mit meinem Freundeskreis gearbeitet, mit Bekannten, mit Freunden. Dann habe ich wirklich nur so einen ganz kleinen Betrag genommen, um zu schauen, okay, funktioniert das überhaupt, was ich da mache? Und ja, so hat sich das dann eben immer weiter aufgebaut, die ganze Geschichte und auch mit dem eigenen Konzept dann eben. Ja. Okay, ja, jetzt hast du einmal dein Standbein jetzt mit deinem Business Coach oder Beziehungscoaching, besser gesagt. Genau. Und hast aber auch schon, wie du es mir schon gesagt hattest, nebenbei immer mal so mit Gedanken gespielt, okay, ich habe jetzt meine innere Erfüllung quasi auch, die du damit hast. Ich helfe Männern dabei, erfolgreicher bei Frauen zu werden, Frauen zu verstehen. Jetzt allerdings auch an das Thema schon Altersvorsorge zu denken. Ja, genau. Hinsichtlich da hast du dich mit Möglichkeiten beschäftigt und ja, nun hast du auch eine gefunden und wollen wir mal darauf näher eingehen, wie das erstmal war, dieser Prozess bis dahin. Genau, ja, super gerne. Also ich habe mich schon 2 Jahre damit beschäftigt, also eigentlich fast so zum gleichen Zeitpunkt, als es dann so Richtung Selbstständigkeit ging, dass so diese Rentengeschichte ja tatsächlich eine Problematik ist, dass man sich schon nochmal überlegt, okay, wie ist das denn im Alter? Ja. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und als ich jetzt auch die Zahlen wieder gehört habe, 800 Euro brutto, wenn jemand 30 Jahre gearbeitet hat im Durchschnitt,
das ist ja dramatisch. Also das ist ja unter dem Existenzminimum auch schon. Dann kannst du die Wohnung ja vielleicht gerade mal von bezahlen, aber nur wenn du alleine lebst. Das ist ja wirklich gruselig, was da passiert. Und auch die Altersarmut, das wird immer mehr. Daher muss man sich auch Alternativen einfach überlegen. Und was für mich eben auch wichtig war, ist, also meine Leidenschaft steckt auch in meine ganze Liebe und mein Herzblut steckt auch irgendwo in den Büchern. Mhm. Also das ist nicht einfach nur, ach, ich schreibe halt irgendwie sowas, sondern das ist für mich, das ist so erfüllend und das macht mich auch so glücklich. Nur Schreiben kostet unglaublich viel Zeit. Ich bin dann mal an einem Tag so 6 Stunden im Tunnel, weil sonst weiß ich ja gar nicht mehr, was habe ich denn vorher geschrieben. Und da verdient man ja auch erstmal nichts weiter und ich kann dann auch keine Coachings geben in der Zeit. Das heißt, ich musste etwas finden für mich, was mir trotzdem das erlaubt, mehr Zeit für mich zu haben, auch Bücher vielleicht zu schreiben. Genau, Bücher zu schreiben, Familie, Freunde und meine Rente auch vorzusorgen. Und dafür habe ich dann eben was ganz Tolles gefunden. Okay, ja, jetzt vielleicht erstmal, genau, um darauf genauer einzugehen, was war denn oder was ist denn diese Möglichkeit, die du da für dich gefunden hast? Also mich hat letztes Jahr hat mich ein Bekannter angesprochen, auch der macht auch Coachings und Persönlichkeitsentwicklung, den kenne ich von einem Seminar, auch von einem Business-Seminar, also wir waren eh schon so auf einer Wellenlänge und dementsprechend, wir hatten eine Woche Seminar zusammen, hatte ich dann auch Vertrauen und auch ein anderer, der eben auch da war, der ist auch eingestiegen und dann noch eine und dann habe ich festgestellt, okay, die Hälfte dieser Leute, Coaches, Trainer, Selbstständige, die alle auf diesem Seminar waren, sind da jetzt dabei und alleine das war dann schon für mich, wo ich dachte so, ja okay, die sind ja jetzt, sind ja clevere Leute, also kann das nicht ganz so doof sein? Und dann dachte ich, ja, ich gucke mir das jetzt auch mal an und da ging es dann darum, dass man bis 80% günstiger reisen kann, teilweise sogar vollkommen kostenlos und gleichzeitig damit ein passives Einkommen aufbauen kann und da dachte ich so, das klingt irgendwie cool. Ja, das Erste, was sich wahrscheinlich jetzt die meisten natürlich auch stellen, ist, hey, 80% oder gar kostenlos verreisen, wie soll das möglich sein, wie setze ich das zusammen, erklär uns da vielleicht auch mal, wie kann das überhaupt funktionieren? Also es ist natürlich, zum einen ist es Network-Marketing, also Empfehlungsmarketing, da sind ja viele schon dann immer sehr skeptisch, aber ich finde, da kann man schon auch mal schauen, es gibt Schneeballsystem, sagen dann viele, aber es ist kein Schneeballsystem, weil Schneeballsystem ist illegal. Da sind wir wieder im Rentensystem, nämlich das ist Schneeballsystem. Und daher finde ich es immer wichtig, dass man einfach offen bleibt und nicht gleich verteufelt und sagt, ah, das ist alles halt Mist. Also Network Marketing, Empfehlungsmarketing, die sind dann deswegen auch so günstig, weil man eben direkt die Reisen buchen kann. Also da geht kein Vertrieb, kein großes Marketing. Diese ganzen Marketingkosten, diese Werbekosten, wie das bei anderen Portalen ist, die fallen dann alle weg. Genau. Und da muss man ja auch sagen, es gibt ja irgendwie nur 2 große Reisegesellschaften. Das wusste ich auch nicht, dass die irgendwie alle zusammengehören, sodass dann, Letztens war ja diese Sache, was war es, TUI oder irgendwie irgendeine Reisegesellschaft war ja so, dass dann viel storniert worden ist, viele Reisen sind abgebrochen. Ja. Also ist das unabhängig davon oder hängt das so ein bisschen mit zusammen? Genau, es gibt ja schon halt Hotels und verschiedene, also es ist ein eigenes exklusives Reiseportal, wo man dann eben Mitglied werden kann. Genau, und da gibt es halt verschiedene Formen der Mitgliedschaft, ob man jetzt einfach da Mitglied werden möchte und kostenlos Mitglied werden und eben viel, viel günstiger reisen möchte oder ob man nicht ganz so günstig verreisen möchte, davon ist aber komplett kostenlos, das Portal zu nutzen, wenn man Gästepässe hat. Also du kannst ja bestimmt auch dem einen oder anderen einen anbieten, der eben auch das Video sieht, der das gerne testen möchte. Oder das, was wir jetzt hier auch machen, ist, dass wir halt gleichzeitig damit eben auch uns noch ein monatliches passives Einkommen generieren möchten. Genau, ja, Details packen wir natürlich in die Videobeschreibung. Genau, so sagst du, zum einen halt rein die Dienstleistung wirklich günstig zu verreisen und zum anderen halt auch noch darüber hinaus eine Möglichkeit zu haben, nebenbei Geld zu verdienen oder gar für die Leute, die sagen, hey, ich will das zu meinem Hauptjob machen, alles auch so hinzubekommen. Natürlich trägt das Ganze natürlich auch Zeit, Energie mit sich.
Ja, was hast du da bisher so an Erfahrungen gemacht oder selber mitbekommen von Teammitgliedern? Ja, also was natürlich oft so ist, ist halt, dass die Menschen sehr skeptisch sind. Ich glaube, das ist einfach so ein grundsätzliches Problem, vor allem in Deutschland. Aber ich denke mir dann so, okay, aber solche Menschen, danke, dass du mir begegnet bist. Also man darf es doch nicht persönlich nehmen. Klar. Und dich möchte ich gar nicht in meinem Umfeld haben. Also so, dass ich dann denke, oder wenn jetzt auf einer auf Facebook, der ist dann recht blöd, ich gehe dann direkt auf Blockieren oder denke, oder wenn auch wirklich richtig böse Kommentare irgendwo sind, ich blockiere die alle. Ich denke dann jedes Mal, ich freue mich dann jedes Mal und denke so, ach, noch einer, der jetzt aus dem Dunstkreis raus ist und wo es halt, ne, so dass halt immer mehr Menschen, die auch nett sind, die offen sind, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, die ihr Herz öffnen wollen, die was erreichen wollen. Und, also klar, eine gesunde Skepsis, sage ich mal, ist normal und sollte natürlich auch irgendwo da sein. Allerdings halt einfach denkst du halt, dass man zumindest offen sein sollte und halt sich sein eigenes Bild zu machen. Also. Ja, also es ist halt ja ähnlich wie auch in Beziehungen. Also wenn man da einmal verletzt worden ist, dann ist es natürlich, kann man sagen, ach, alle Frauen sind blöd, alle Männer sind blöd. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, ist dann aber auch gleichzeitig ein bisschen traurig, weil vielleicht die Traumfrau oder der Traumpartner dann an dir vorbeirennt, weil du ihm keine Chance mehr gibst. Und so ist das auf finanzieller Ebene ja quasi auch ähnlich. Du weißt ja nicht, welche Möglichkeiten sich bieten könnten, wenn man sich das mal anhört und sagt so, ja, ach nee, ist doch nicht so was für mich, aber einfach nicht mit Aggression oder Wut, sondern denkst du, ja, ist interessant, aber jetzt vielleicht nicht das Richtige für mich, das ist ja dann vollkommen okay. Aber direkt von Anfang an dann zu sagen, alles Mist, das ist dann ein bisschen schade, weil ja einfach dadurch ja Möglichkeiten entgehen können. Okay, ja, jetzt haben wir zum einen also die Dienstleistung, jetzt wissen wir, worum es da geht. Ne? Jetzt hast du gesagt, das Ganze hängt mit Network Marketing, mit einem Empfehlungsgeschäft zusammen. Vielleicht auch mal unabhängig von der Dienstleistung, warum denkst du, dass Leute sich einfach mal darin ausprobieren sollten oder einfach mal die Erfahrung machen sollten? Ja, also ich denke einfach, also es macht auch, also gerade auch in der Persönlichkeitsentwicklung, es ist unglaublich spannend, um zu sehen, wie reagieren denn die Menschen und wie reagiere auch ich da drauf. Also wenn man jetzt auch ein selbstreflektierter Mensch ist, ist das total interessant auch zu sehen, ja, Wie ist das? Was macht das mit mir? Kann ich auch mit Kritik, kann ich auch mit einem Angreifer umgehen? Kann ich mit jemandem umgehen, der total freundlich ist? Also man wächst unglaublich daraus. Man findet zu sich selbst und auch eine Stärke zu sich selbst. Also das ist in der Tat, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so ein großer Effekt hat. Das ist das eine. Und ja, das andere ist eben auch ja die Möglichkeiten für sich zu entdecken, neue Wege zu gehen und herauszufinden. Ja, jetzt vielleicht noch mal eine Sache zu MWR Live. Ne? Klar, du hast jetzt so das Grundlegende gesagt, aber gibt es so irgendwas Bestimmtes, wo du sagst, boah, das macht es halt für mich selber aus, genau da zu sein? Oder warum ist das so das Besondere, Faszinierende für dich, was jetzt, ja, wo du gesagt hast, hey, ich mache nur das in diesem Bereich und nichts anderes halt. Ja, also das ist natürlich einmal raus aus dem Hamsterrad, ganz klar. Ne? Also aus diesem System so ein bisschen irgendwo auszusteigen, aus diesem Angestelltenverhältnis, weil Sicherheiten haben wir da nicht. Auch mit einem Festvertrag kannst du morgen raus sein. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, eben meine persönliche Freiheit, mich so zu verwirklichen mit den Dingen, auch wo meine Talente liegen, eben mit dem Beziehungscoaching und mit den Büchern, finde ich total wichtig. Ja, und das, das sind halt so die Sachen, wo ich denke, das lohnt sich einfach, sich das dann eben auch mal anzugucken und natürlich auch zu reisen und halt vielleicht auch mehr zu reisen. Ich habe jetzt letztens auch eine Reise gebucht, obwohl ich gar nicht reisen wollte erstmal, aber für 206 Euro für ein Luxus 5-Sterne-Hotel mitten in Barcelona für zwei Personen statt 806. 600 Euro gespart. Und ich hätte mir sonst ja auch, ich meine, man gönnt sich ja auch sonst wahrscheinlich nicht so schnell ein 5-Sterne-Hotel, aber wenn das ein Preis für 3 Sterne ist, ja, mega. Ich freue mich da auch schon total drauf und werde da wahrscheinlich halt auch ein kleines Video drüber drehen, wie das dann ja, so war. Ja, als du gerade das erzählt hattest, ne, war ich natürlich auch neugierig und klar, wenn es halt solche Möglichkeiten gibt, also kann man sich das definitiv anhören, finde ich.
Jetzt hast du auch einen eigenen YouTube-Kanal, weil du gesagt hast, du willst ein eigenes Video machen mit dem Kanal. Was machst du da so für Content oder welche Themen umfasst du da alles? Also ich mache da sehr viel eben Single-Tipps für Männer, mache aber auch Beziehungsmanagement, auch ganz teilweise dann eben auch sehr tief in die Beziehungsmanagement oder auch in die, teilweise eben dann auch in die spirituelle, also da ist nicht so viel aktuell, aber eben doch auch gebe ich da mal ein paar Impulse rein und manchmal analysiere ich und ich liebe es, diese Dinge miteinander zu verknüpfen, in eine Beziehung zu bringen. Okay. Also wie zum Beispiel auch passives Einkommen, finanzielle Freiheit, finanzielle Sicherheit, was macht das denn für Beziehungen? Ne, das ist ja, halt, diese Dinge spielen alle zusammen und das eben auch den Leuten ein bisschen mehr zu zeigen oder was steckt dahinter. Ich liebe es, die Dinge zu hintergründen, das Warum nach dem, das Warum hinter dem Warum und da halt mal hinter die Fassaden zu gucken, egal ob es in Beziehungen ist, ob es die Persönlichkeitsentwicklung ist, also die eigenen Muster und Blockaden, ob es gesellschaftliche Sachen sind, was jetzt ja eben auch gerade sehr turbulent hier ist. Da hinterfrage ich gerne nochmal die Hinterfrage. Und das macht es eben auch aus, warum meine Coachings so schnell zum Ziel führen in kürzester Zeit, weil ich dann direkt quasi in die Tiefe gehe. Das ist nicht immer schön, aber dafür ist es eine einmal auf die Zähne beißen und durch und danach ist gut. Ja. Okay. Ja, jetzt vielleicht noch die Frage allgemein. Sag mal, du hast jetzt viele Erfahrungen gemacht, bist jetzt selbstständig, aber unabhängig jetzt auch vielleicht von Freiheit oder so, was gibt es sonst noch irgendwie Gründe, wo du sagst, hey, das motiviert mich wirklich jeden Tag aufs Neue aufzustehen und dafür halt zu arbeiten? Also ich glaube, wenn man das gefunden hat, was so seine tiefe Erfüllung gibt, dann freut man sich da einfach drauf. Also ich weiß, als ich mein erstes Buch hier, 100 Miese Dates und die Suche nach der Liebe geschrieben habe, da war ich noch in Vollzeit, Angestelltenverhältnis und ich saß wirklich so am Schreibtisch und ich dachte, Gott, wann habe ich Feierabend ins Auto gestürzt und habe bis nachts 1, 2, 3, 4 Uhr geschrieben. Ich war gar nicht mehr ansprechbar für Freunde. Ich wollte einfach nur noch schreiben. Ich wollte dieses Buch ins Leben rufen. Und dann ist es auch keine Arbeit. Dann ist es einfach, dir dein Leben zu erfüllen und das zu leben, was du liebst. Okay. Zum Abschluss ist bei Bio Network immer so, dass wir den Interviewgast fragen, ob es eine bestimmte Message gibt, themenunabhängig. Also es kann alles Mögliche sein. Ja, was du jetzt zum Beispiel an meine Zuschauer mitgeben möchtest. Ja, sehr, sehr gerne sogar. Ich kann nur sagen, öffne dein Herz. Heil deine alten Verletzungen, öffne dein Herz. Die meisten sind verschlossen, bei mir war das auch sehr lange so gewesen. Ich weiß jetzt, wie es ist, wenn es offen ist und wo es nicht offen war. Öffne, heile dein Herz und das wird dir so viel Liebe und so viel tolle Möglichkeiten und Lebensfreude und eine Partnerschaft oder eine gute Partnerschaft auch im Berufsfeld neue Möglichkeiten eröffnen und das würde ich mir sehr wünschen, ja. Alles klar. Vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast, dass wir jetzt das Interview gemacht haben und genau, Kontaktdaten sowie nähere Informationen zu der genannten Möglichkeit werden wir natürlich ebenso unterhalb des Videos hinterlegen. Und ja, das war's soweit. Wir sehen uns online. Euer Benny. Ciao. Danke. Tschüss.